Kisan Kella, Tanzelli, Tarhunas, Nerik, Nepises, Tahundas, Porulias, Utar. Numan Kisan Taranzi, ut neva maus estu, nuva utne parsanuan estu, numan mai, sesci, siaman, Porulias, Ianzi. Man Tarhundas, Iluyan Kassa, Kiskilusi argatier, nudza Iluyankas Tarhuntan Tarhuntan. Der hethitische Text, den Sie soeben hören, stammt vom Anfang des Iluyanka-Mythos. Er wurde im Rahmen des sogenannten Puruli-Festes vorgetragen. Der Text beginnt mit den Worten: So spricht Kella, der Priester des Wettergottes von Nerik, den Text des Puruli-Fest-Rituals. Wenn man folgendermaßen spricht: Das Land soll wachsen und gedeihen, das Land soll geschützt sein, und wenn es wächst und gedeiht, dann feiert man das Puruli-Fest. Damit werden zu Anfang der Zweck und der Rahmen der darauf folgenden Zeilen benannt, die den Mythos vom Schlangendämon Iluyanka erzählen. Der Text ist in mehreren fragmentarischen Abschriften erhalten. Sie alle wurden in den Ruinen der Hethiterhauptstadt Hattusa gefunden, die 160 Kilometer östlich der heutigen türkischen Hauptstadt Ankara bei der Ortschaft Boaskale liegt. Der französische Reisende Charles Texier hatte die Ruine bei dem damals noch Boaskale genannten Dörfchen bereits 1834 besucht und Ansichten des Ortes 5 Jahre später in einem monumentalen Werk publiziert. Zwischen 1906 und 1912 entdeckten Hugo Winkler und Theodor Macready in den Ruinen von Hattusa mehrere tausend Tontafeln mit Keilschrift, darunter auch das hier in 3D gezeigte Exemplar unseres Textes. Für die Rekonstruktion des Klangs gehen wir zum einen von den Silbenzeichen der verwendeten Keilschrift aus. Diese Schrift wurde auch für das Assyrische und das Babylonische verwendet, die mit lebenden Sprachen wie Arabisch und Hebräisch verwandt sind. Daraus können wir die Aussprache der Silbenzeichen ziemlich sicher ableiten. Außerdem ist Hethitisch neben Luwisch und Palaisch die älteste überlieferte indogermanische Sprache. Die indogermanische Sprachfamilie ist seit dem Altertum von Europa bis Indien verbreitet und bis heute die Sprachgruppe mit der weitesten geografischen Verbreitung. Der Sprachraum des Hethitischen lag in Zentralanatolien im 2. Jahrtausend vor Christus. Über Laute und Lautentwicklung dieser indogermanischen Sprachen sind wir gut informiert. Wir haben also eine gewisse Vorstellung davon, was wir zu erwarten haben. Eine Vorstellung von der Betonung des Hethitischen und der Länge von Vokalen lässt sich auch durch wenige metrische Texte gewinnen, wie zum Beispiel das Ulikumi-Lied oder das Nesa-Lied. Allerdings bereitet diese Keilschrift auch Probleme. Die Hethiter verwendeten gern zahlreiche Logogramme, also Wortzeichen, deren Bedeutung völlig klar ist, aber nicht ihre hethitische Aussprache. Viele dieser Logogramme wurden nie alternativ in Silben auf Hethitisch geschrieben. Ein längerer Text ohne solche unaussprechbaren Wörter ist nicht leicht zu finden. Die Rekonstruktion des Klangs einer Sprache hat aber ohnehin Grenzen. Es muss bei einem Annäherungsversuch bleiben. Aber vielleicht hätte ein Hethiter ja seinen Spaß mit unserem Versuch. Die Rekonstruktion des Ablaufs und der Funktion des erwähnten Puruli-Festes und anderer hethitischer Feste ist die Aufgabe des Akademieprojektes Corpus der hethitischen Festrituale der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Am Anfang der Arbeit steht die Wiederherstellung der zerbrochenen Tontafeln. Mit fast 10.000 Fragmenten machen die Festbeschreibungen etwa ein Drittel des gesamten Textmaterials aus, was ihre Bedeutung für die Hethiter zeigt. Dabei sind solche eingebetteten mythischen Geschichten wie unser Text hier nicht mitgezählt.